Herzlich willkommen bei SICO. Heute möchte ich Ihnen unseren neuen, absoluten, redundanten Drehgeber WH58MR mit Hohlwelle vorstellen. Der neue, absolute, magnetische Safety-Drehgeber WH58MR basiert auf unserem Pure Mobile Sensor Baukasten. Das heißt, dass dieses Produkt entwickelt wurde mit 100% Fokus auf mobile Maschinen. Dadurch erfüllt er die EMV-Anforderungen für Baumaschinen, Landmaschinen und Forstmaschinen. Er hat eine sehr hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit, hat einen weiten Temperaturbereich von minus 40 bis plus 85 Grad und hat des Weiteren auch ein sehr robustes Gehäuse. Dieses Gehäuse ist zum Beispiel salznebelbeständig sowie auch lebenslang beständig gegen direkte Sonneneinstrahlung. Der magnetische Drehgeber kann entweder als Single-Turn-Version mit einem Messbereich von bis zu 360 Grad oder in einer Multi-Turn-Version mit bis zu 4096 Umdrehungen bezogen werden. Hierbei verwenden wir keine batteriegepufferten oder selbst energieerzeugenden Systeme, denn bei diesem Produkt gilt Safety First. Der Drehgeber WH58MR ist wahlweise mit einer CAN-Open-Schnittstelle oder CAN-Open-Safety-Schnittstelle verfügbar. Im zweiten Halbjahr 2019 stehen unter anderem die SAE J1939 Schnittstelle sowie das E1-Zertifikat des Kraftfahrtbundesamtes zur Verfügung. Besonders flexibel ist der Drehgeber auch in der Montage. So kann der Drehgeber einfach über seine bis zu 15 mm große Sacklochhohlwelle montiert werden. Dadurch kann er auch ganz einfach auf das Endstück eines Motors oder auf einer Seilwinde darauf geschoben werden. Weitere Flexibilität bieten wir auch in puncto Anschlussart. Hier sind Kabel- oder Steckerabgänge mit den unterschiedlichsten Steckern verfügbar. Neben unserem WH58MR mit Hohlwelle steht auch ein Produkt mit Vollwelle zur Verfügung. Somit haben Sie bei Ihrem Maschinendesign die größte Flexibilität. Über die Links in der Videobeschreibung können Sie sich weiter informieren. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie Interesse an unserem Produkt hätten. Kontaktieren Sie mich gerne für ein kostenloses Testgerät oder wenn Sie weitere Fragen haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.